Weißt du? Amen. Gehen wir eine Chepos machen für Ormin. Wir haben einen Tag, wir machen eine Chepos für Ormin. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu einem sehr besonderen Video auf diesem Kanal. Dieser Kanal ist seit Jahren darauf aufgebaut, dass Sano Nuri dumme Sachen sagt und dass Sahar sehr dumm lacht. Und du, dass du so viel unnötigen Geld ausgibst für unnötige Dinge. Sano, das sind die Sachen, die du haben willst. Ja, meistens. Und der Kanal ist auch darauf aufgebaut, dass Masi hier sehr dumm gelacht hat früher. Aber auch echt lustige Sachen gesagt hat. Aber... Rassistisch auch. Ja. Aber... Das vor allem. Seit 2-3 Jahren ist der Kanal aber auch darauf aufgebaut, dass es einen gewissen Herrn Glatzkopf gibt. Ein Ormin. Namens Armin. Ich habe mir letztens einen neuen PC geholt, aber ich habe noch meinen PC davor, der tiptop funktioniert und ich wollte ihn verkaufen. Und Armin hat mich gefragt, was der kostet. Armin wollte ihn mir abkaufen, aber ich wollte ihn von Anfang an Armin schenken. Er wollte ihn abkaufen. Ja, ich wollte ihn Armin schenken. Aber ich will ihm mein ganzes Setup schenken. Die Sachen, die er hat, die hat er. Aber ich habe ihm den PC, Monitor, Monitorhalterung und eine neue Kamera geholt, um ihn heute zu überraschen. Weil er auf Twitch streamen will. Genau, er möchte auf Twitch streamen. Also wir haben die Sachen vorbereitet. Also hier haben wir ein PC. Ja. Das ist kein Monitor. Ja. Das leuchtet. Er kann sehr viel, wie wir sehen können. Da drinnen passiert sehr vieles. Sagt. Grafikkarte 3070. Grafikkarte 3070. Ja. Maschalade-Sahne. Prozessor Ryzen 7. Dieses Ding kostet sehr viel. Nein, hallo. Arbeitsspeicher 32 GB. Arbeitsspeicher 32 GB. Festplatte 1 TB SSD. Festplatte 1 TB SSD. Genau. Und es ist schwarz. Ja. Dazu habe ich ihm diesen Monitor. Ein Monitor 68 cm. Ja, das ist ein 2K-Monitor von LG. Ah. Dazu habe ich ihm geholt diese Kamera. Es hat auch einen Grund, warum diese Kamera verpackt ist. Das erzähle ich euch. Und übrigens, ein Mikrofon habe ich ihm bereits geschenkt. Er hat jetzt alles für diesen ganzen Chepos. Ja, genau. Ich hoffe nur, das Internet von Ihnen funktioniert gut. Oh. Das glaube ich er nicht. Ich denke, Internet ist ein bisschen scheiße, weil wenn ich mit ihm Fortnite spiele, er rastet aus. Er geht auf Mutter, er geht auf Familie, er geht auf Rassismus. Wegen seinem Internet, er geht auf Rassismus. Die Sache ist aber, damit das Ganze eine Überraschung wird, mussten wir einen Plan aushecken. Was ist der Plan, Sahar? Also du hast einem Freund von Armin Jaden gesagt, Jaden, dass er mit ihm rausgehen soll. Genau. Fußballspielen sind sie, glaube ich, im Park. Und sie sind ja auch schon draußen, glaube ich. Armin ahnt von nichts und sein Bruder Ali wartet zu Hause auf uns. Das heißt, wir fahren jetzt zu ihnen nach Hause und wir bauen den ganzen Chepos auf. Ja. Und dann kommt Armin mit Jaden nach Hause und dann, oh, Überraschung! Ganz genau. Okay. Und übrigens, er war gestern bei uns, wir haben Stadtland Fluss gedreht und er hat halt auf meinem PC gezockt, also auf meinem neuen PC, und hat halt gefragt, was ich mit dem jetzt mache. Und ich habe gesagt, Bro, ich habe ihn schon verkauft, es holt noch jemand ab. Er so, echt, für wie viel hast du ihn verkauft? Und ich habe gesagt, für 1100. Er so, oh, okay. Also, ich habe ihn auf jeden Fall ein bisschen verletzt absichtlich, dass ich gesagt habe, er ist schon weg. Das ist YouTube, das macht man so. Jaden ist mit ihm Fußball spielen und ich habe gesagt, ich komme auch Fußball spielen. Und ich werde gleich schreiben, nein, ich komme doch nicht. So ein bisschen, um ihn nochmal zu verletzen. Warte, jetzt? Aber dann unnötig. Wir werden ihn auf jeden Fall überraschen. Und sobald wir aufgebaut haben, schreibt ihm sein Bruder und sagt, komm nach Hause, es gibt Stress oder sowas. Der Grund, warum die Kamera verpackt ist. Ich habe die Kamera eingepackt. Es ist einfach... Mutter hat es eingepackt. Unsere Mutter hat es eingepackt. Du kannst niemals so schön Okay. Er hat nämlich gesagt, er will halt für seinen PC sparen, aber das wird so lange dauern, bis er sich den PC kaufen kann. Aber er möchte unbedingt streamen. Deswegen streamt er aktuell schon auf Twitch über seine PlayStation. Aber man sieht ihn nicht, man hört ihn nur. Und wenn er in die Wohnung reinkommt, geben wir ihm nur das als Überraschung. Und er denkt, das ist die ganze Überraschung. Und wir sagen, das ist mit einem Adapter und so möglich, auf PlayStation damit zu streamen. Ach so, du erklärst so schlecht. Das heißt, wir werden ihn heute nur damit überraschen und er wird denken, er bekommt nur das heute. Dann gehen wir in sein Zimmer rein. Und erst dann sieht er den PC. Genau, wenn er in sein Zimmer reingeht. Erklärst doch gut, du. Was? Bei Gott. Was? So, du lässt das Wichtigste aus. Wie das Wichtigste? Das du sagst erst jetzt, dass er eigentlich heute nur damit überrascht wird. Du redest, wir überraschen ihn mit beidem. Du redest zu er bekommt ja alles. Aber er soll ja zuerst denken, dass er nur das bekommt. Ja, aber er wird ja auch damit überrascht, oder nicht? Warum sagst du aber, dass er nur damit überrascht wird heute? Okay, ihr beide Batsche sagt, ihr seid beide leise. Erst jetzt erwähnt, seid beide leise. Okay. Aber wir sind heute nicht alleine. Wir haben sehr besondere Gäste. Hol sie. Das ist Chiara. Hallo Chiara. Die zwei kennen sich schon lange und das ist meine Freundin Sadiq. Ihr seid heute ein Jahr zusammen. Oh, okay. Nein. Okay. Kuschelt oder so. Sarit ist heute unsere Fahrerin. Wir transportieren den ganzen Kram das nach Hause. Was? Das hat ein Zeichen, dass sie jünger ist, aber hat ihr Führerschein. Chiara ist die Schwester von Sadiq. Die zwei kennen sich schon voll lange. Sarit, erzähl mal, was Armin gestern in der U-Bahn erzählt hat bezüglich Gehalt und so. Warte, er hat erzählt, dass
erzählt, dass er Krankenpfleger sein will. Ja. Damit er viel Geld bekommt und streamen kann. Dann würde ich sagen, wir sind bereit. Erzähl es noch von der Oma. Welche Oma? Was hab ich verpasst? Wir waren in der U-Bahn. Neben Armin saß eine Oma und Sadit und ich saßen ihm gegenüber. Armin war ziemlich laut und die Oma hat ihn mäßig so angeschrien, dass er leiser sein soll. Und er war dann. Und er saß dann so da. Wir gehen zu Armin und wir überraschen ihn. Let's go, bitches. Was ist das? Ist das schwerer? Schaut schwer aus, oder? Es ist halt ein riesiger Monitor. Nein, das ist leichter. Echt? Dann nimm du das. Nimm du das und Sadit nimmt den Computer. Ich will euch filmen. Starke, unabhängige Frauen, was willst du mehr? Aber was trägst du dann? Die Kamera. Du lässt starke, unabhängige Frau. 2024. Entschuldigung, sicher nicht. Schau, ich nehme das. Nein. Das nimmt Chiara. Hallo, Ormin, Überraschung. Nur nicht fallen lassen. Oh mein Gott. Machen wir eine Chepas. Übrigens, diese Chepas, wenn Zahl sagt Chepas, das ist der persische Akzent. Ja, für Spaß. Ja, danke, danke. Jemand hat von euch schon einen Fleck hier drauf gemacht. Danke. Ich habe den Fleck weggemacht. Das war so ein Lippenstiftfleck. War irgendeiner mit seinen Lippen dran, oder was? Ja, irgendwer hat den PT geküsst. Sag noch. Was schaust du mich an? Oh, Aschgen, Tante Benne. Wir haben HDMI-Kabel, er hat seine Tastatur, er hat seine Maus. Beleuchtung kaufe ich ihm noch oder auch nicht, ist mir scheißegal. Scheiß auf diesen kleinen Glatzkopf. Aschgen, ich liebe dich. Ich. Okay. Wieso bist du mit Zano befreundet? Ich meine, warum tut man sich... Wieso bist du mit Zadid zusammen? Okay, hör ich auf. Beleidigen, Zana. Pass mal auf, ja? Chiara, willst du uns erzählen, warum du mit Zana befreundet bist? Willst du uns sagen, warum du Sadit liebst? Okay. 10 Gründe, warum ich meine Freundin liebe. Pack aus. Sicher tue ich so einen Scheiß. Weil sie korrekt ist. Weil sie denselben Humor hat, weil sie hübsch ist, naturhübsch. weil sie sportlich ist, wie Alibaba. Naja, ist egal. Gehen wir. Niemand hat gefurzt, das stinkt. Ich hab nicht gefurzt, ich muss aber scheißen. Safe Alibaba. So ein dummes Kind. Wir hören den genau richtigen Song für diesen Tag heute. Armin Nosrati. Armin, willkommen! Ich muss jetzt Armin anrufen, weil es ist schon viel Zeit vergangen, seit sie im Park sind. Und ich sage einfach irgendeine Ausrede, dass ich vielleicht komme, aber vielleicht auch nicht, okay? Dass er einfach noch eine halbe Stunde warten muss. Okay, aber bitte mach dich auffällig, ja? Ja, pst. Du rufst Zeit pst. An. Ach so, scheiße. Hallo? Hallo? Jo, Armin, Bruder, wie geht's? Was geht? Was läuft? Hier ist Katar. Armin, Bruder, seid ihr schon im Park? Ich versuch's noch zu schaffen, aber du weißt, ich habe heute eigentlich also so was mit Freundin ausgemacht. Aber es könnte sich ausgehen. Ich bin gerade mit dir unterwegs und du weißt, dieser Stress mit Freundin, du gehst dich aus, oder? Ja, ich weiß schon. Wenn du es schaffst, ist okay und wenn nicht, ist scheißegal. Schau, ihr seid jetzt eh noch draußen. Ich sage dir in einer Stunde fix Bescheid, okay? Okay, passt. In einer Stunde rufe ich dich an. Ich küsse dein Herz, Habibi. Okay, passt. Viel Spaß. Okay, Armin, ciao. Also viel Spaß. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit rausbekommen, das ist wichtig. Jetzt können wir wieder Armin Nosrati. Ja, bitte. Aber von neu, weil man hört am Anfang Armin Nosrati. Okay. Warte. Mach von neu. Es ist auch Zeit für afghanische Songs. Das Team ist angekommen. Radio Max, Frequenz B. Wetter. Halli, mach auf. Kannst du bitte mein Handy nehmen? Rechte Hosentasche. Recht. Das habe ich damals gemacht, als wir Armin überrascht haben. Genau. Eine Shepard. Der ist am Zocken, der Dreckige. Ja. Mach auf. Mach auf, Prince of Persia. Hallo. Hallo, Ali. Hallo, Chiara. Wie geht's? Gut. Und dir?
Was ist mit denen? Einmal sieht man die nicht, die ist jetzt schon größer als ich und die ist bald so groß wie ich. Ist egal, ist nicht so schlimm. Das ist Alis Setup. Und da machen wir jetzt Armin Setup hin. Wir schauen jetzt alle Ali zu. Bro, bitte geh einfach die Flagge machen mit ihnen. Natürlich wollte er sein Loadout als erstes. Ist das Amsterdam? Was? Ist das Amsterdam? Nein, das ist Wondel. Er ist tot, er stirbt, er stirbt. Ja! Alter, ihr seht aus wie so Kardashians, weißt du? Aber hi, so. Mein Name ist Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Khloe Kardashian. Du hast Khloe abbekommen. Du hast gerade Khloe Kardashian abbekommen. Ja, aber welche ist das? Khloe Kardashian, die hässliche. Alles klar. Sandra, glaub nicht zu viel. Sie sind hässlich. Wenn sie Natur wären, okay, wunderschön. Sind sie wahnsinnig? Die gehen rauf. Und das ist das Mikrofon, das ich Armin bereits geschenkt habe. Als erstes werden wir hier seinen Tisch abräumen. Also hier all die Sachen weg. Wir wischen hier sein Ding sauber. Schwestern, ihr müsst auch was machen. Räumt einfach. Ja, sag hier was. Okay, räumt diese Sachen weg. Räumt alles. Ja, räumt die Sachen einfach weg. Was ist das denn? Oh, Armin hat den Liebesbrief geschrieben. Noch nichts. Also diese Aussicht ist wirklich ein Traum. Und komm, putz weiter. Putz. Ja, okay. So Schokolade. Wir sind da, um zu helfen. Wasser. Oh, Ali. Wasser so wie ein Restaurant. Meine Mutter und mein Vater waren in Holland. Sie haben mir das gebracht. So sieht ein großartiger Sohn aus. Das steht einfach. Das geben sie mir als erstes und dann schenken sie meinem kleinen Bruder ein Ding, eine Apple Watch. Nein, ehrlich jetzt? Oh, danke schön. Wenn ihr das anfasst, fasst ihr nicht meine Kamera an. Leute, wir machen Setup. Ihr müsst eure Finger sauber haben. Leute. Mann, hast du eigentlich nicht sie alle gebracht, dass sie helfen? Jetzt fliege ich da unten. Ihr solltet helfen, Leute. Ich habe entlang nicht mehr originale Oreos gegessen. Ali, aber ich muss dir was Lustiges erzählen. Wir stellen das auf und so alles, aber am Ende nehme ich die Halterung wieder mit, weil ich brauche das. Und wir stellen sein Setup da auf Beine, weil er hat bei seinem Monitor und beide Beine. Er kann die dann aufstellen. Wieso, dann stellen wir sie gleich auf. Fürs Video ist es schöner. Und außerdem... Ich sag dir gleich eins. Du baust es ab. Scheiße, ich mach das nicht. Seine Halterung wird morgen oder so ist geliefert. Ist mir egal, dann hättest du ihn Ich bring ihm seine Halterung. Scheißegal, dann hat er einfach keine Halterung gekriegt. Gibt's dann eine Afterparty im Wohnzimmer? Zu persischer Musik, wenn das aufgebaut ist? Ja, vor allem meine Mutter. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Was? Du hast hier eine neue bestellt, die kommt morgen. Ja. Wieso nimmst du die nicht gleich selber? Weil ich die mehr mag. Meine hat 80 gekostet, seine 60. Oh. Bei ihnen ist alles so edel. Es ist einfach Gabel, aber in so einer Schatztruhe. Ja. Mann, Alibaba, du hör auf zu wackeln. Der erste Monitor ist angebracht. Jetzt machen wir den zweiten Monitor auf. Wir unterstützen euch, wir motivieren euch. Warum bist du auf dem Bett? Komm, steh auf. Nein, ich will das machen. Achso, ja, dann mach. Ich mag das Uhr. Aber pass auf. Nicht den Monitor zerkratzen. Stellt euch vor, am Ende ist er... Stellt euch vor, am Ende freut sich Armin gar nicht. Also ja, danke. Meine Mutter ist so in der Früh. Glaubst du, er weiß das? So was. Er hat heute Zähne geputzt. Warte, das ist gefährlich. Wenn Armin freiwillig Zähne putzt, aber woher soll er das wissen? Ich habe mit seinen Freunden gesprochen und ihnen gesagt, sie sollen ihn beschäftigen. Aber ich glaube nicht, dass sie das sagen. Wo ist der Schraubenzieher? Oder du gibst die Kamera Sahar wieder und du hältst es okay. Und ich mach das ab. Ja, passt. Wir haben den zweiten Monitor angebracht. Sahar hat sehr brav gefilmt. Sie hält 5 Minuten lang die Kamera so, dann nehme ich sie aus der Hand und es filmt nicht mal. Jetzt müssen wir die Verkabelung machen. Sahar ja, übernimmt die Verkabelung. Ja, mach ich. Mhm. Also, wo sind die Kabel und wo sind die Fers? DisplayPort kommt hinten an den neuen Monitor. Oder? Was? Zeig's nochmal. Als ob das Ohren hätte. Du gibst ihm keine Kopfhörer. Ich würde ja sagen, würdest du mich heute fragen, wie deinen Antrag. Das ist von Hava. Ich hab's. Okay, Sarah hat's geschafft. Mach es, Ali. Mach es. Ich habe den Plan, dass wir den PC jetzt einschalten, bevor er kommt und Caillou-Bilder als Hintergrund nehmen für ihn, dass wenn er es einschaltet, er halt ein bisschen überrascht wird. Wie lustig wäre es, wenn ich jetzt den PC einschalte und er geht nicht an? Sehr, sehr lustig. Noch lustiger ist es? Siehst du das? Aber wenn er redet, dann redest du und dann soll ich so filmen? Leute, ihr wisst nicht, wenn Sahar... Ich hab gar nicht gestimmt, ich hab mich nur verarscht. Okay, gut. Das ist gut. Mach mal zu, aus. Mach mal kurz. Was soll ich ausmachen? Komplett und dann, wenn es an... Ja, ich kann jetzt nicht einfach so ausschalten, aber wenn wir es ausschalten... Schau mal, wir werden ausschalten, dann schaltet er ein und dann sieht er es.
Okay, halt's mal. Dann würde ich sagen, ich habe mit Armin ausgemacht, dass ich ihn anrufe und sage, ob ich kommen kann oder nicht in den Park. Jetzt rufe ich an und sage, es geht sich bei mir nicht mehr aus, aber er soll zu mir kommen zum Streamen. Nur soll er aber nach Hause fahren, etwas von dir mitnehmen, weil ich das für Streaming brauche. Zum Beispiel deine Kamera oder so. Das heißt, dann fährt er nach Hause und dann findet er uns hier vor. Was sagt ihr? Mhm. Gut? Klingt gut. Armin! Bosikonim! Das wird sich bei mir nicht mehr ausgehen, weil mit Freundin ein bisschen stressig gewesen. Aber Armin, eine Frage. Ich will jetzt eigentlich streamen bald. Ich weiß, es ist scheiße, weil du am Fußball spielen bist. Aber könntest du jetzt nach Hause was mitnehmen, was, also die Kamera von Ali, zu mir kommen und wir streamen? Jetzt? Ja. Scheiße, Alibaba. Könntest du mal umbringen oder brauchst du mit dem Karte? Bro, heute wäre es wirklich ideal, ich schwöre dir. Heute ist seit langem wieder mal endlich wieder jemand da und wir sind alle da, alle Freunde. Ja, aber Bro, okay, könntest du mir den Gefallen tun, dass du vielleicht nicht zum Streamen kommst, aber du fährst nach Hause, ich bestell dir ein Uber, du bringst diese Kamera und ich bestell dir auch ein Uber zurück. Bitte. Es würde wirklich also, schnell gehen. Es würde wirklich schnell gehen. Ja, okay. Also ich soll jetzt kommen und du bestellst mir ein Uber und ich soll zu dir kommen? Ja, ja, ich hol dir auch Essen, Bruder. Ich küsse dein Herz. Es wäre wirklich... Nein, nein. Ist eh okay. Dann, ich gehe jetzt nach Hause, ich sag dir, ob du ein Uber bestellen sollst und... Genau, sag mir, sobald ich dir ein Uber bestellen soll, dass ich bestellen soll. Ich danke dir, ich küsse dein Herz. Pass, Bruder, ciao. Oh mein Gott, der Arme! Er sagt, seit langem sind wieder alle Freunde da im Park und er spielt und jetzt bringe ich ihn zurück. Wer kommt, der macht den hier. Sarah? Was macht sie hier? Boah, cool. Deswegen hast du mich gerufen. Warte. Überraschung! Hä, was? Wir haben was Kleines für dich gebracht, deswegen. Der Arme. Komm rein. Komm, Armin, wie geht's dir? Armin. Gut. Warte. Ich will, dass du das... Warte. Da ist Ali. Hier ist besseres Licht als in eurem Zimmer, Bruder, weil wir wollten... Mach mal auf, weil ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, was das ist. Mach mal auf. Nein. Komm schon, Kollege. Ja, wir hatten darüber geredet. Bist du? Armin, ja, ich sagte doch. Weil ich hab den nötigen Adapter dazu gefunden, dass es auch mit der PS5 funktioniert. Wirklich? Ja. Ja. Oha. Danke. Bruder, sehr gerne. Mach mal auf. Das kostet nicht extra, das ist genau das gleiche, was hier, gell? Also, genau das gleiche, aber es hat mit einem richtigen Adapter. Das ist deine Webcam, damit du mit deiner PlayStation streamen kannst. Die Schwestern, also das war deren Idee, das würde ich überraschen. Und ich habe halt mich darum gekümmert. Ich küsse dein Herz. Danke. Gerne. Willst du schon probieren? Komm, probier mal. Wo sind unsere Eltern? Ah, so. Warte es. Das ist dein neues Setup, mein Bester. Nein! Doch. Ich küsse dein Herz! Warte! Och, Sahar's Idee! Oha! Danke, Bruder! Warte, das war die beste Umarmung, die ich seit langem bekommen habe. Armin, ey! Oh mein Gott. Bruder, alles gut? Weißt du? Armin, ich küsse dein... Bruder, ich liebe dich, Mann. Komm schon. Ey, Armin. Oha! Ey, das ist dein Setup, Bruder. Du hast einen zweiten Monitor. Mach an, komm. Bruder. Armin, Digga. Du musst anmachen, komm, du musst probieren, Bruder, komm. Gib deine AirPods raus. Hey, ich hab noch AirPods? Ja. Oha. Nein. Komm schon, Bruder. Hey, wie geht man das an? Achso, da ist der Knopf. Stell dir vor, es geht nicht an. Wie geht der Motor an? Der geht selber an. Achso. Drück mal Space. Das ist Space, Bruder. Und jetzt, dein Passwort ist schon 2008, dein Geburtsjahr. Okay. Alter, wie lange brauchst du 2008? Wir haben es geschafft, Armin. Du hast dein Setter. Ich küsse dein Herz. Ich bin da, um mit dir noch die Sachen einzustellen. Ich hoffe, das ist besser als Fußballspielen im Park. Zumindest, ich habe alles dort gelassen. Was? Was hast du dort gelassen? Meine Jacke und meine Kappe. Warum? Ja, ich fahr zu dir und dann direkt dorthin, deshalb dachte ich schaff das noch. Ich hab gesagt, ich komm gleich. Da, ich hab Fortnite schon heruntergeladen und OBS, damit ich da ein paar Sachen zeigen kann. Aber du umarmst
Alibaba so richtig fett. Sarah hat auch gemacht. Nein, Sahar und Sano, alle, wir hatten alle die Idee, dass wir dich überraschen. Also, hast du schon Chips gefressen? Ja genau, jetzt bist du in Fortnite drin. Und das ist halt... No skin! Ich schwitze jetzt so stark noch. Ja. Du stinkst aber auch. Ja. Sano. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Du schwitzt aber bitte. Armin ist in seiner ersten Runde Fortnite am PC. Wir wollen einen Kill sehen. Sano, kommt ihr bitte kurz her? Sano, das ist alles Teil des Videos. Mein Gott. Ich sage, sie liegt im Bett. Ich sage, komm her, das ist alles fürs Video. Und sie sagt, nur wegen einem Kill, PC. Wo spielt das Ganze? Also in welchem Land sind wir? Das ist Fortnite. So. Sieht aus wie Spanien. Sano, was zum Teufel machst du hier? Jawohl! Back to the room. Uff, Armin. Baby. Armin ist in der ersten Runde und er hat schon 14 Kills und es sind nur noch 3 Leute am Leben. Sind das Mangos? Was? Uff! Nur noch einer. Bam! Epischer Sieg von Armin Haji Moment. Heute ist ja der Geburtstag meiner Mama. Ich werde am Abend nochmal kommen und mit dir Einstellungen machen. Du kannst jetzt mal einfach testen. Hat uns gefreut, dass es dich gefreut hat. Ich hoffe, danke. Du wirst lange genug mit dem Setup Spaß haben. Wir werden dich auf Twitch sehen. Wie gesagt, wenn es irgendwas gibt, melde dich bei mir. Ich kümmere mich um alles. Wir hoffen, du hast Freude damit und du hast viel Chepos damit. Ganz ich sehr viel Chepos haben. Was gibt es sonst für Essen, wo wir hingehen werden? Ich habe mir gedacht, weißt du hast so oft in den Videos auch geholfen. Und das ist einfach eine Kleinigkeit für dich. Eine Kleinigkeit? Nein, das ist... Schau, du sollst einfach deinen Spaß haben. Das war weil du einfach ja, alles... Also ich habe auch bei vielen Sachen geholfen. Ich habe am 1. März Geburtstag. Mal, was? Das war einfach alles, was mich, das ich mir jemals gewünscht habe. Das ist nicht was Kleines. Jetzt musst du nicht mehr arbeiten. Ja. Weißt du noch, wo du gesagt hast, 2-3 Monatsgehälter und dann... Genau. Vielen Dank. Ich danke Ali, auch danke dir, dass du geholfen hast. Jetzt nerv uns nicht, okay? Wir haben alles aufgebaut. Achso, ja, und ich habe die Verkabelung gemacht, Armin, weißt du das? Ah, und Sam war hier. Und ich war dabei, ich musste dabei sein. Kurze Frage, Sam hat wirklich die Verkabelung gemacht? Ja, weißt du, was sie machen wollte? Das heißt, weißt du, wie sie ein Kabel anstecken wollte? Sie hat ein Kabel rechts und links anstecken wollen, als hätte der Monitor Ohren, wie ein Headset. Ein Kabel. Ich habe Angst, dass jetzt auf einmal der PC beginnt zu brennen. Oder so. Hey, das ist echt ganz schön undankbar, okay? Meine harte Arbeit. Belästigung. Was? Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Deine letzten Worte. Gibt es danke. Gibt es eine Chiköfte? Sano. Chiköfte. Okay. Lass einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat. Folgt Armin auf Twitch. ArminKeks15, ganz wichtig. Bald kommen die Streams. Und folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um in Zukunft nichts zu verpassen. Dann heißt es nur noch, das war's. Auf Wiedersehen und hasta la Vista!